Hallöchen Leute, ihr habt vielleicht vorhin mein Video gesehen, wo ich dieses riesige Paket geöffnet habe und ja, etliche Sammelkartenspiele sich drin befunden haben. Und ich dachte mir, so als kleine Bonusbeilage könnte ich doch mal den ein oder anderen Booster öffnen. Und ich dachte da gerade ganz speziell an die Yu-Gi-Oh! Booster, denn ich weiß ganz genau, Yu-Gi-Oh! Ist ziemlich beliebt bei den jungen Leuten da draußen. Und da ich jetzt keine Magic-Karten habe, weil Magic ist ja wohl das Sammelkartenspiel überhaupt. Ernsthaft, holt es euch, spielt es und ihr wisst, was ich meine. Aber da das hier noch am populärsten ist, dachte ich mir, ich öffne mal ein paar von diesen Boostern. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Also, let's go! So, viele, viele Booster. Aber mal gucken, was in denen drin ist. Also, wir haben schon den ersten. Ganz vorsichtig öffnen. Ihr kennt die Booster-Öffnenweise. Nehmt die beiden Finger. Haltet hier gegen und zieht. Ja. Und da ist er mir aufgerissen. Ja, dann ist uns jetzt auch egal. Leck mich, Konami. Leck mich. So. Oh, mal gucken. Wir haben ein Kriegslöwen-Ritual. Und passend dazu. Den Super Kriegslöwen. Ein Super Kriegslöwen. Ach ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das sind alles Foilkarten. Wie man das vielleicht auch ein bisschen sieht. Das ist unglaublich cool. So, wir haben Elementarheld. Poison Rose. Ja. Was muss ich dazu sagen? Elementarhelden. Nicht ganz normal frei. Oh, die erste Secret Rare. Elementarheld Terra Firma. Und wir haben ein Elementarheld Woodsman. Davon habe ich ehrlich gesagt schon mehr als genug, aber. Na okay, bei den Premium Packs sind glaube ich insgesamt auch nur 30 verschiedene Karten drin gewesen und von daher ist das jetzt auch kein Wunder. So, nächster Booster. Mal sehen, wie viel wir da am Ende zusammenbekommen. Ach, ich krieg's fast hin. Habt ihr es gesehen? Es ist noch nicht ganz kaputt. Und jawohl. So sollte man einen Booster öffnen. Ohne dass es kaputt reißt und einfach nur. Na komm, viele Züge. Ups. Ist gut. Wir haben Elementarheld. Lady Heat. Wuhu. Nice. Noch ein Superkriegslöwen. Wir haben Terra Firma Gravitation. Das tut ihm. Aktiviere dies nur während der Battle Phase deines Gegners. Alle Monster der Stufe 4 oder niedriger, die einen offenen Elementarheld Terra Firma angreifen können, den du kontrollierst, müssen ihn angreifen. Böse. Oh. Geil. Ich mag Feuer und ich mag deswegen auch Elementarheld Inferno. Na, weiß man nicht ganz genau, was er kann, aber ich gucke mir später mal an. Und einen bösen Drachen. Ananta? Ananta. Nee, Ananta. Ananta. Verdammt. Kann ich mal normal sprechen. Aber gut. Jeder, der mich kennt, weiß das ja auch inzwischen, dass ich nicht viel sprechen kann. Booster Nummer 3. Schwuppdiwupp Kartoffel. Und da ist er wieder kaputt gegangen. Tja. I suck at opening boosters. Sengajin. Ein ziemlich crappiges Monster, weil es gerade mal 8 Sterne hat und 2750 Angriffspunkte, 2500 Verteidigung. Success, aber egal. Elementarheld, Lady Heat, noch einmal. Wir haben eine Rosenknospe. Und, ja, was kann die denn? Biete eine Elementarheld-Knospe als Tribut an, den du kontrollierst. Beschwöre ein Elementarheld Poison Rose als Spezialbeschwörung von deiner Hand und da deinem Deck. Ja, Poison Rose hatten wir ja vorhin schon. Wieder. Mal sehen, vielleicht sehe ich ja noch eine Knospe. Wäre ganz cool. Elementarheld, Schneewoodsman und Heldenbündnis. Heldenbündnis klingt cool und sieht auch cool aus. Davon ab, ihr wisst, dass die Avengers rauskommen als Film. Das ist geil. Angucken, auf jeden Fall. Genau du. So, nächster Booster. Inzwischen Booster Nummer 4. Open Video. So, Elementarheld Heat. Nicht Lady Heat, sondern nur Heat. Heat Man. So, nochmal Poison Rose. Nochmal Löwenklang. Nee, Kriegslöwenritual. Das will ich dann eigentlich gerade sagen. Valhalla! Halle der Gefallenen. Und Athena. Ja, so langsam kommen auch mal die Wikinger bei uns in dieses Spiel mit rein. Booster Nummer 5. Ja. Ah, ich hab's hinbekommen. Naja, fast. Oh, diesmal sind die Secret Rares ganz vorne, warum auch nicht? Valhalla, noch einmal. Größer, Drache, Ananta.
Elementarheld. Thieves? Warte mal, sind das. Ey, wie geil ist das denn? Wie special ist das denn, ey? Die fünf Karten sind alles am Secret Rare. Geile Sache. Richtig geile Sache. So, da hat sich das Geld doch schon wieder ausgezahlt. Übrigens, ich habe für einen Booster hiervon gerade mal 1,50 Euro bezahlt. Ich glaube, das hat sich gelohnt. So, wir sind jetzt inzwischen bei Booster Nummer 6. Bin ich nicht ganz irre. Hackertroys. Was kann denn Hackertroys? Du kannst diese Karte auf den Friedhof abwerfen. Um deiner Hand eine Valhalla. Halle der Gefallenen von deinem Deck hinzuzufügen. Na dann. Ah, Elementalknospe. Wir haben eine Knospe. Sieht zwar wieder unheimlich gay aus, aber egal. Terraformer, Gravitation hatten wir auch schon. Frachtreut. Oh Gott, was ist das für ein Name? Frachtreut. Ja, okay, davon haben wir eine. Und wir haben wieder Elementalheld Voltaic. Obwohl, hatte ich die ja schon mit bei? Ne, bisher noch nicht. Aber davon habe ich auch schon wieder einige. Inzwischen haben wir schon so einen Stapel an Holokarten. Ganz coole Sache. Vielleicht werde ich auch die eine oder andere davon verlosen. Wir werden sehen. So, Booster Nummer 7. Ja. Öffne das Stück. Wups. So, wir haben wieder eine Rosenknospe. Wir haben wieder Hackertroll. Wir haben ein Kriegslöwenritual. Wir haben einen Schneebutzmann. Und wir haben wieder Valhalla. Irgendwie kommen die Karten jetzt nur noch doppelt und dreifach. Also das Opening-Video wird jetzt wieder umso schneller und schneller. So, weiter. Elementarheld Heat. Elementarheld Poison Rose. Kriegslöwenritual. Warum kriege ich so viele Kriegslöwenrituale, aber nicht so viele Kriegslöwen? Verdammt. Elementarheld Terra Firma und Heldenbündnis. Wieder einmal. Schwupps. So, wir sind jetzt inzwischen beim vorletzten Booster. Ja. Ja. Na komm. Rede ich auch, kleine Maus. Macht sich nackig, oder nicht? Hackrise. Elemental Knospe. Terra Firma Gravitation. Valhalla. Und Inferno. Ich hab wieder ein Inferno. Ich mag Inferno. So, und jetzt. Schiff. Letzter Booster. So jungfräulich. So unberührt. Okay, öffnen wir ihn. So, eine Rosenknospe, Hackatrice, Kriegslöwenritual, meine Fresse, Athener und Heldenbündnis. Ja, also wenn ich die ganzen Karten jetzt nochmal sortieren würde, also gut, die Sortierung ist fertig, wir haben dreimal Elementarheld Terra Firma, wir haben zweimal den Inferno, das sind dann schon mal die Fusionsmonster hier, ja, tue ich mal hier vorne hin. Singanim, nur einmal. Elementarheld Voltaic, nur einmal. Aber trotzdem extrem cool. Frachtreut. Ich habe neun Lieblingsnamen, eindeutig. So, wir haben zwei Superkriegslöwen. Was ich ein bisschen schade finde, aber okay. Elementarheld Knospe, zweimal. Der böse Drache Ananta, zweimal. Athena, ebenfalls zweimal, extrem cool. So, jetzt kommen mal Hackatrice, gleich viermal. Der Typ, den ich gerne so Schmiedewutzman nenne, weil er Woodsman heißt. Hier mal. Elementarheld, Lady Heat. DOS. Elementarheld Heat habe ich dreimal. Eine sogar Secret Rare statt Super Rare. Unglaublich cool. So, dann hätten wir Elementarheld Poison Rose. Ebenfalls dreimal jetzt. Das wären dann soweit die Monster. Jetzt kommen wir nochmal zu den Zauberkarten. Wir haben dreimal Rosenknospe. Wir haben dreimal Heldenbündnis. Wir haben Valhalla, Halle der Gefallenen, viermal. Und das finde ich nämlich so schade, Kriegslöwenritual, gleich fünfmal aus dem Booster gezogen für zwei von diesen Karten. Schade. Und die einzigen Fallenkarten, das war Terra Firma Gravitation, nur dreimal. So, das war mal Booster, Öffnungsvideo. Hier sind übrigens nochmal alle Booster. Das sieht so sauig hier aus. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn ihr mehr so viel sehen wollt, schreibt mir das bitte, wenn nicht, schreibt mir das bitte auch. Alles klar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.